Hey Leute, ich sitze jetzt hier gerade bei uns im Wohnheim in der Lobby und eigentlich wollen wir zum Hanami gehen, das heißt diesmal richtig mit Kirschblüten, aber irgendwie regnet es heute, deswegen bin ich mal gespannt, was das Ganze wird. Aber ich hoffe, wir werden trotzdem ein paar Kirschblüten sehen und einen halbwegs coolen Tag haben. Wir sind jetzt an unserem ersten Halt angekommen und zwar ist das Ganze hier eigentlich Teil einer Abwasseranlage oder so. Aber für ungefähr anderthalb Wochen im Jahr ist es jetzt parkoffen und man kann die Sakura beobachten, also anschauen. Ja, das Ganze ist nur für eine Woche ungefähr offen, weil es in Japan nämlich eigentlich gar nicht länger dauert, bis die Sakura wieder verblüht sind. Deswegen mussten wir auch trotz des Regens heute hierher kommen und uns das Ganze mal anschauen. Und die Aussicht ist ja trotzdem ganz toll, auch wenn da hinten überall Wolken sind. Jetzt sind wir an unserer zweiten Station angekommen und zwar ist das das Maizuru-jo hier in Kofu, also das Castle, das Schloss hier in der Stadt. Und hier gibt es echt auch nochmal mega viele Sakura und die sind echt hübsch. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zurück zum Wohnheim, weil wir heute Abend noch ein Meeting haben, wo sozusagen die neuen Auszubildenden, die jetzt im neuen Semester gekommen sind, eingewiesen werden, halt wie alles zu putzen ist, welche Regeln es im Wohnheim gibt, was ich damals halt auch alles hatte. Ja, ich fand es heute sehr schön, es ist dann noch ein bisschen aufgeklärt, das heißt, es hat nicht die ganze Zeit geregnet. Wir hatten Glück, ich konnte ein paar gute Shots von den Sakura erwischen, trotz Regen und später dann halt auch ohne Regen. Wir haben ein bisschen Hanami gemacht, das heißt, wir haben Picknick unter den Kirschblüten gemacht und es war echt sehr schön. Das Einzige, was ich echt schade finde, ist halt, dass die Kirschblüten nur eine Woche lang blühen und auch dieser Park nur eine Woche lang offen hat und jetzt schon wieder alles vorbei ist, mehr oder weniger. Ist dann sogar noch richtig, richtig warm geworden. Aber jetzt zum Rückweg, weil wir halt auch den Berg hoch müssen, ist es angenehm kühl wieder geworden, also total perfekt. Und ja, damit beende ich den Vlog jetzt und wir sehen uns im nächsten Video wieder.